So, meine Lieben, heute geht es wieder weiter mit dem Lazy Journal. Ich habe ja beim letzten Mal dieses Cover gemacht und hier haben wir die Signatur. Das Cover ist inzwischen getrocknet, das Ganze hier. Es fühlt sich interessant an, weil man diese Entschuldigung, es fühlt sich interessant an, weil man diese Streifen noch fühlen kann. Ich finde, es sieht ganz cool aus. Und ja, mit dem Cover bin ich schon mal ganz happy. Da vorne kommt natürlich noch irgendwas drauf, das weiß ich aber jetzt noch nicht. Und dann habe ich angefangen, diese Signatur hier. Ich wollte eigentlich alle Seiten ein bisschen mit Gesso abdämpfen sozusagen, diese Bilder, die da drauf sind. Habe dann aber festgestellt, dass das diesem Papier nicht besonders gut bekommt. Wie ihr seht, hat sich das so ein bisschen gewellt und gerollt. Und ich habe das zwar beschwert und also lange trocknen lassen, dann wieder beschwert und so, aber es funktioniert nicht wirklich. Ihr seht, das Ergebnis ist nicht überzeugend, es ist gewellt. Und auch in der Mitte, da habe ich also auch noch mal ein bisschen was gemacht, das ist auch, da wellen sich die Seiten auch hoch und das heißt, das gefällt mir so auf die Art nicht. Und habe dann beschlossen, ich werde da Papier draufkleben. Und zwar verschiedene Arten von Papier. Ich habe mir schon mal einiges hier rausgepickt aus meinen Vorräten. Und habe hier einen ganzen Stapel an verschiedenen Sachen. Also zum einen natürlich diese, ja, diese Restpapiere von dem, was ich jetzt hier schon gearbeitet habe, ne, vom Cover. Und diese Streifen und so, da habe ich ja eine ganze Menge Reste übrig. Da werde ich einiges von verwenden. Und dann habe ich mir noch zurechtgelegt einige Papiere, die farblich passen. Also so ein graues, das hier ist von einem... Ich glaube, das ist ein Sien, ne? Das ist eine Sien-Grundform. Das ist ein Geschenkpapier gewesen, sehr schönes. Ein Stück Transparentpapier, Buchseite. Ja, hier meine Katze und eine Ente von meiner Schnipsel-Verarbeitung hier, ne? Das ist hier so blau und ja, hier ist ein Jelly-Print oder ich glaube, da habe ich die Rolle so abgestrichen auf dem Papier. Das ist einfach nur so, na, die verschiedensten Reste, die hier aus meinen Boxen so rausgefallen sind, als ich durchgewühlt habe. Das ist eine Art Umschlag, ein ziemlich langer QR-Code, finde ich ganz witzig, ein kleines Tütchen, das ist eine Karte, ein Umschlag, das ist eine geprägte Karte in Silber, weiß ich noch nicht, ob ich das verwende, das ist ein braunes Papier, kaffeegefärbtes Papier und noch so ein Tütchen. Also was ich davon jetzt konkret verwende, um das auf die Seiten zu kleben, weiß ich noch nicht, aber ich weiß eins. Ich möchte auch einige Seiten haben, auf denen ich was schreiben kann. Also es soll nicht nur ein reines Klebebuch oder ein Art Journal sein, sondern es soll auch ermöglichen zu schreiben. Hier hinten habe ich ja schon mal zwei Seiten mit Linien. Das ist ja schon mal ziemlich cool. Die werde ich auch größtenteils so belassen, außer natürlich so ein bisschen Deko am Rand und so. Das ist klar. Aber die anderen Seiten, da sind natürlich teilweise diese Bilder drin. Die sind ja voll für die Hasen. Kann ja gar nicht mit anfangen. Die müssen auf jeden Fall beklebt werden. Und das wird jetzt eine ziemliche Klebeaktion heute. Ich werde einfach die Kamera mitlaufen lassen und ihr könnt schauen, was ich da so alles draufklebe. Und ich werde das alles ein bisschen beschleunigen. Und vielleicht spreche ich auch noch was oben drüber, keine Ahnung. Muss mal schauen, wie sich das so ergibt jetzt, das Ganze im Video. Ich habe hier auch noch zwei ausgedruckte Seiten von meinem Jahreskalender. Und die sind übrig geblieben und ich denke, dass die farblich auch ziemlich cool dazu passen könnten. Bei innen ist das blaue. Ich glaube, das passt ganz gut. Falls ihr so einen Jahreskalender nicht habt oder gerne einen hättet, könnt ihr natürlich euch das in meinem Shop holen. Ich verlinke den mal unten in der Infobox. Und jetzt starte ich einfach mal los und werde hier so einige von diesen weißen Feldern unterbringen in dem kleinen Journal. Ja, und dann schauen wir mal, was passiert. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen.
Also dieser Klebestift, der geht mir gerade mega auf den Senkel hier und ich werde jetzt einen anderen nehmen, weil ich drehe da noch komplett durch. Ja, ich drehe da noch komplett durch. Das geht überhaupt nicht. Ich nehme jetzt den blauen wieder. Ich hoffe, dass der blaue vernünftig ist, weil der grüne hier, der ist irgendwie Katastrophe, ne? Katastrophe, echt. Schauen wir mal, ob der wieder besser ist, weil mit dem ganzen Geklebsel hier, ich komme damit nicht klar, ne? Dass das so extrem schmiert. Damit komme ich nicht klar. Ja, das ist wesentlich besser. So, also ihr seht jetzt so ungefähr, wo das Ganze hinläuft. Ich werde immer was zum Schreiben haben auf jeder Seite. Ich werde irgendwelche Buchseiten und Papier kleben. Und natürlich gibt es später auch noch irgendwelche Taschen. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier noch eine wunderbare Pocket hin machen. Oder hier unten könnte ich eine Pocket hin machen. Ich überlege noch, wie ich das mache. Aber ich habe ja so viele Reste, dass ich jetzt erstmal wirklich alles bekleben kann. Rundherum und schauen, wie das dann so aussieht. Ja, ich überlege gerade, da muss eigentlich auch noch so ein Schnipsel hin, ne? Das ist auch noch Kleber. Also der grüne Klebestift hier, ne? Das ist eine Katastrophe, das Ding. Echt. Das ist eine absolute Katastrophe. Kauft es nicht, das ist furchtbar. Das schmiert und schmoddert, das ist so ein schmieriges Zeug. Ja, dieses, ich kann es noch nicht mal mehr reinschrauben jetzt hier. Das ist sogar schon hin. Ich weiß nicht, was ich mit dem Ding anstellen soll. Keine Ahnung. Ich bin schwer enttäuscht von dem Teil hier. Nehmen wir lieber wieder den blauen hier. Der war in Ordnung, der ist in Ordnung. Mit dem kann man arbeiten. Also ja, der grüne ist für mich gestorben. Ich habe noch einen zweiten davon, aber ja, das war wirklich ein absoluter Fehlkauf. So, dann können wir jetzt eigentlich auf der zweiten Seite weitermachen hier, ne? Ich hoffe, dass das nicht mehr zusammenpappt hier, dass das soweit schon funktioniert. Aber ich glaube, das wird schon hinhauen. Also auch da wird einfach wieder fleißig geklebt. Ne? Thank you.
Thank you.
Jetzt ist es tatsächlich so weit fertig geworden, dass alle Seiten beklebt sind. Ich glaube, ich habe es ganz gut hingekriegt. Es ist farblich stimmig, ja, es springt ein bisschen auf. Ich muss das, glaube ich, noch mal ein bisschen bügeln bzw. beschweren. Ich habe auf allen Seiten etwas zum Schreiben untergebracht. Ich habe diese Streifen wieder aufgenommen, die ja auch im Cover sind. Ich habe in alle Taschen so eine Pseudokarte hineingesteckt, damit ich mir merke, wo Taschen sind überhaupt. Und genau, dann habe ich an allen, da habe ich diesen weißen Kreis, das ist auch ganz witzig. Ich habe überall was zum Schreiben vorgesehen, diese Flächen bleiben auch frei. Und da habe ich dieses Karo-Muster. Ich habe fast alle Papiere verwendet und da habe ich so einen Klappdingsbums aus einer Karte gemacht. Dahinter kann man wieder was einstecken. Da ist auch noch eine Tasche und natürlich wieder was zum Schreiben, ganz klar. Und ganz am Schluss habe ich dann auch nochmal diese Streifen wieder aufgegriffen, um dann den Schluss zum Cover wieder zu ziehen. Ja, es ist ganz schön dick geworden schon. Also es darf jetzt nicht mehr allzu viel rein, wenn ich es ins Cover reinlege. Es passt gut, aber es ist schon, ja, es ist schon ordentlich dick geworden. Erstaunlich, erstaunlich. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Aber insgesamt, ich glaube, es wird eine schöne Einheit. Und im letzten Step kommt natürlich noch die Dekoration. Für die Dekoration habe ich mir natürlich auch schon irgendwie ein Thema überlegt. Bei mir wird es nicht Katzen sein. Ich werde zwar noch mal ein Katzenjournal machen, aber das wird noch dauern. Ja, also ich werde nämlich Fotos verwenden. Alte Fotos. Lasst euch überraschen. Kommt im nächsten Teil. Also bis dahin, bleibt gesund, bleibt kreativ und dankelt euch was Schönes. Tschüss.